Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 10. April 2024. Andreas musste gar nicht viel recherchieren zum Wetter. Du guckst einfach aus dem Fenster, ne? Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Eva. Ja, ich gucke aus dem Fenster und wir haben einen wunderbar sonnigen Tag. Und morgen werden wir auch wieder einen sonnigen Tag haben. Es ist wunderschön, stahlblauer Himmel, kleine Schäfchenwölkchen über dem See. Der See in einem Stahlblau und davor kreisen gerade ein paar Krähen. Nicht die Raben, sondern es sind die Krähen im Moment, die jetzt auf dem etwas kargen Baum oben drauf sitzen. Da gibt es so einen Lieblingsbaum, wo die immer drauf sitzen. Und da gucken wir jetzt dran vorbei. Über den See, Stahlblau, changiert er und wie gesagt, schön. Dieser Baum heißt Elfenbaum, falls du dich erinnerst. Richtig, genau, du hast recht, Elfenbaum. Elfenbaum, weil dieser Elfenbaum trägt kaum noch Blätter, ist ein alter, großer, knorriger Baum mit vielen Armen, der abgesägt werden sollte. Und dann habe ich mich mit meiner Körperfülle davor geworfen und habe gesagt, er bleibt stehen. Das ist ein Elfenbaum. Und Andreas, du warst erst dagegen, aber kannst du ruhig mal einräumen. Ja, und da hast du dich für die Armen eingesetzt, nämlich auf diesen Armen sitzen jetzt die Vögel. Genau. Da sitzen sie übrigens am liebsten, auch der Adler, der uns übrigens jetzt auf dem Hof hier zwischendurch besucht. Ja, das kann man sich kaum vorstellen. Der Adler landet mittlerweile, so ein Adler, es ist ja nicht, es sind ja mehrere hier, aber einer der großen Adler landet direkt vor unserer Küche auf dem Boden und wir füttern da die Blue Jays oder das sind sowas wie Eichelhähre in Kanada, so ungefähr sehen die aus. Und die Finken und natürlich alles andere, was wir haben, Krähen, Raben und so weiter. Und dann landet dazwischen einfach der Adler und pickt da die Nüsse mit auf. Finde ich schon sehr interessant. Ja, also ist hier Natur pur. Ihr Lieben, die Fußball-Europameisterschaft 2024 der Männer, die findet ja in diesem Jahr in Deutschland statt. Also offiziell heißt das UEFA Euro 2024. Und die geht vom 14. Juni bis zum 14. Juli. Und jetzt fangen die ersten Länder an zu warnen. Zum Beispiel in Großbritannien, da ist in der Zeitung The Sun schwer gewarnt worden, denn man spricht vom Zombieland Deutschland, von einem der gefährlichsten Slums, wenn man über den Frankfurter Bahnhof spricht. Und jetzt wird zu so manchem Spiel, wo natürlich England dabei ist, werden die englischen Fans erwartet, wie es hier heißt, in Scharen. Wer schreibt das gerade mal? Der Fokus. Und die Empfehlung der UEFA, die sorgt aber jetzt für Empörung und auch für eine gewisse Panik. Denn auch die Europäische Fußballunion rät auf ihrer offiziellen Ratgeberseite für Spiele in Frankfurt zu einer Übernachtung im Bahnhofsviertel, das wegen seiner zentralen Lage besonders reizvoll sei. In Wahrheit aber genießt diese Gegend einen etwas zweifelhaften Ruf, heißt es hier. Und die Polizei muss da immer wieder einrücken wegen Drogen- und Gewaltdelikten und so weiter. Und wie gesagt, die Sun, die spricht jetzt vom gefährlichsten Slum Deutschlands. Das Antlitz des Landes, Andreas, hat sich wirklich verändert. Ja, es ist erschreckend und leider selbsterklärend, was wir da im Ausland lesen müssen, wie man Deutschland beschreibt, das Vorzeigeland mit einer hohen Sicherheit. Ich erinnere mich, ich habe ja nun selbst viele Jahrzehnte in dem Land gelebt und man konnte abends oder auch nachts einfach in eine Parkgarage gehen, sein Auto herausholen und konnte dort ganz normal ein sehr sicheres Leben führen. Auch übrigens im Frankfurter Bahnhofsgelände, das ich auch kenne. Da habe ich auch schon in Hotels übernachtet, wenn ich irgendwo auf einer Zwischenstation war. Und natürlich war das immer schon eine bewegte Gegend, eine Meile, die da ein bisschen haarig war manchmal, aber es war trotzdem entspannter. Und wenn ich das heute sehe, dass wir mit dem Begriff Slums als Adjektiv im Prinzip versehen werden, dann sieht man, wie man es geschafft hat, in diesem wirklichen grünen Ideologie-Zerstörungswahn im Prinzip eine historische Eindampfung einer großen Kultur hier, dass wir da Zeuge werden. Ich habe mal bei Wikipedia nachgelesen, das ist ja nach offiziellen Angaben eine sehr gesicherte Auskunftsquelle. Und da steht in Bezug zur
Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft, zum Thema Sicherheit Folgendes. Also es scheint, dass sich um das Thema Sicherheit die Frau Faeser höchstpersönlich gekümmert haben könnte. Da heißt es, das Turnier, zu dem 2,7 Millionen Stadionbesucher und alleine auf den Fanmeilen der 10 Gastgeberstädte bis zu 12 Millionen Menschen erwartet werden, findet unter verschärften Sicherheitsbedingungen statt. Im Zeitraum des Turniers sollen nach Weisung von Bund und Ländern wörtlich Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bereits im Ansatz unterbunden werden. An irgendwas erinnert mich das. Weiter heißt es, rund um die Stadien und auf den Fanmeilen werden zusätzlich zu den Polizeien Ordner von privaten Sicherheitsdienstleistern Dienst tun. Ausländische Polizisten werden während des Turniers in Deutschland im Einsatz sein. Potenziell problematische Fans und Hooligan-Gruppen werden durch szenekundige Beamte beobachtet. Verbindungsbeamte werden in den Trainingscamps bzw. Unterkunftsorten der teilnehmenden Nationalmannschaften installiert, um ferngesteuerte Drohnen wie beispielsweise Multikopter entdecken und abfangen zu können, wurden die Polizisten mit entsprechender Technik aufgerüstet. Während des Turniers wird es mitunter Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen geben. Bei einem Terrorfall während der EM kann es zu temporären Grenzschließungen kommen. Sag mal, Andreas, ich dachte, Fußball sei ein Sport. Nein, also das ist es schon lange nicht mehr. Es ist letztendlich ein Politikum. Das merkt man ja schon daran, wie bei den Olympiaden, dass dann bestimmte Staatsangehörige wie Russen dann nicht dran teilnehmen dürfen oder so etwas. Das ist ja alles völlig verkommen und hat mittlerweile mit Sport nur noch wenig zu tun. Aber was wir hier haben, ist natürlich die Beschreibung eines Krisen- bzw. angehenden Kriegsgebietes, welches von innen heraus zerstört werden kann in Form von Bürgerkriegen durch eine unkontrollierte Einwanderungspolitik, die ja keine Asylanten aufnimmt oder Flüchtlinge, sondern einfach Einwanderer, die vielleicht auch ganz andere Vorhaben haben. Auf der anderen Seite eben halt auch die Angst natürlich von außen, wo man natürlich auch eine kriegerische Treiberei nach außen treibt und es immer, immer unsicherer wird. Und dann die Menschen natürlich auch in diesem Angstmodus gebracht wurden, aus meiner Sicht mit Nachdruck und mit Wissen und Wollen, damit auch dort die, ich sag mal, die Hemmschwellen runterfallen. Wir sehen ja, wie die Gewalt, die Verrohung immer mehr zunimmt, auch unter den normalen Menschen. Wenn ich sehe, dass da sich Kinder abstechen in den Schulklassen und so weiter und so fort, da sehen wir ja, auf welchem Niveau dieses Land Deutschland jetzt runtergebracht wurde. Und da gibt es natürlich einen Plan und eine verantwortliche Führung. Und diese Führenden, die sind uns alle bekannt, die sitzen in Berlin. Die Frage ist einfach nur, wer die wiederum führt. Aber da müssten wir wieder ausholen. Ich habe gerade auch mal nachgeschaut, auch bei Wikipedia, damit wir hier safe sind mit unserer Recherche, was die Finanzierung und die Kosten angeht dieser EM. Und da heißt es folgendermaßen, vielleicht ist das ja auch Andreas ein Geschäft, kann das ja auch sein, ne? Ich bin da ja völlig unbelastet. Natürlich, man muss eines sehen, rein volkswirtschaftlich wirkt sich das Ganze gut aus, weil volkswirtschaftlich werden ja Kosten als auch Einnahmen zusammengerechnet. Das sind also keine kaufmännischen Rechnungen, wo man sagt, Kosten, die man runterrechnen muss von seinen Einnahmen, da bleibt ein Gewinn übrig, sondern es wird einfach nur wild addiert. Je höhere Kosten, je mehr Sozialhilfe, je mehr quasi Zerbombungen stattfinden, Zerstörungen von Gebäuden stattfinden, Wiederaufbauten, Zusammenbruch, Abwanderung der Wirtschaft und so weiter, was mit Kosten verursacht ist, das alles steigert interessanterweise auch noch das Bruttoinlandsprodukt, obwohl dabei gerade ein riesen Zerstörungsprozess stattfindet. Das ist das Problem, dass viele das nicht verstanden haben, dass alle diese Dinge, auch ein Krieg, das ist ja der Grund, warum man die Wirtschaft in Gang bringen will. Man will ja jetzt die Kriegswirtschaft in Gang bringen. Deshalb werden ja auch die Sonderschulden eben jetzt als Sondervermögen umdeklariert. Aber das ist das Spiel.
Also ich möchte mal ganz kurz zu den Zahlen kommen. Das von UEFA und DFB gebildete Organisationskomitee hat ein Budget von 650 Millionen Euro, das sich ausschließlich aus eigenen Einnahmequellen, wie zum Beispiel Fernsehrechte, Sponsoring, Eintrittsgeldern und so weiter, speist. Die UEFA rechnet bei der EM 2024 mit Einnahmen von rund 2,4 Milliarden Euro und abzüglich der 650 Millionen Wettbewerbskosten mit einem Gewinn von 1,75 Milliarden Euro. Gut, das ist die kaufmännische Seite, aber das ändert eben nichts daran, dass es vor allem volkswirtschaftlich, und das ist ja das, was entscheidend ist für die Politik, dass man sich steigende Zahlen beispielsweise aufs Revers schreibt. Und da wird zwar keiner satt von vom Fußball, und das schafft auch keinen wirklichen Mehrwert, außer vielleicht das Amüsieren. Das kann ja durchaus ein Mehrwert sein. Aber das sind die entscheidenden Punkte. Man kompensiert dann mit Pseudowirtschaft dann eben halt die einbrechenden Realwirtschaft. Diese 1,75 Milliarden Euro, davon sprechen eben die beiden Organisationen UEFA und DFB, Andreas. Aber wenn wir jetzt mal schauen, wer zahlt denn eigentlich die Polizei und Sicherheitskräfte, die ja in erhöhtem Maße jetzt geplant sind, da heißt es laut Bundesregierung, Stand Dezember 2023, das ließe sich nicht prognostizieren. Das kann man jetzt nicht voraussagen. Die 10 Ausrichterstädte nennen unterschiedliche Verwaltungskosten für Themen wie Mobilität und Sicherheit und Projekte wie zum Beispiel Fanzonen, Public Viewing und so weiter. Köln hat Zahlen genannt, die planen dafür etwa 13,8 Millionen Euro ein. Gelsenkirchen hat bezüglich der Verwaltung ein Budget im niedrigen zweistelligen Millionenbetrag eingeplant. München, Dortmund und Düsseldorf veranschlagen um die 20 Millionen Euro jeweils für den Verwaltungsposten. Frankfurt etwas mehr als 30 Millionen, Stuttgart fast 40. Berlin plant diesbezüglich mit Investitionen in Höhe von 56 weiteren Millionen Euro. Hamburg und Leipzig nannten auf Anfrage der Süddeutschen keine konkrete Summe. Auf Bundesebene plant das für Sport zuständige Bundesinnenministerium, also Frau Faeser, für die Realisierung verschiedener ressortübergreifender Projekte bezüglich der Fußball Euro 24 mit Aufwendungen in Höhe von rund 40 Millionen Euro. Laut SZ, also Süddeutsche Zeitung, kommen für die diversen Verwaltungskosten zusammengenommen fast eine Viertelmilliarde Euro zusammen. Die Ausgaben für die Sanierung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur werden laut Bundesregierung aus dem laufenden Haushalt erbracht und können daher nicht trennscharf der Fußball Euro 24 zugerechnet werden. Naja, das ist die Situation. Man muss wissen, wer die UEFA ist. Die UEFA ist ja eine Vereinsgruppierung im Prinzip. Das ist eine sogenannte gemeinnützige Unternehmung, ein gemeinnütziger Verein. Und da werden natürlich die Gewinne gemacht, nicht bei der UEFA selbst, sondern bei den teilnehmenden Verbandsmitgliedern, die damit drin sind. Das sind die einzelnen Clubs und Vereine und Gesellschaften und so weiter. Und unterm Strich gesehen ist es so, die Margen werden gemacht durch diejenigen, die dort investiert sind in den Clubs. Das sind ja auch Kapitalanlagemodelle sehr oft. Und die Kosten trägt der normale Bürger, auch wenn er keinen Fußball guckt. Also das wird hier auch bestätigt bei Wikipedia. Ich berufe mich deswegen darauf, dass niemand sagt, wir hätten krude Quellen hier oder so, sondern Wikipedia ist ja über allem erhaben. Also deswegen, hier steht, für die Modernisierungen der Stadien, die als langfristige Investitionen über die Europameisterschaft hinaus gelten würden, zahlen größtenteils die Städte bzw. Kommunen selbst. Und zum Beispiel in Stuttgart wird der Umbau der Arena, der Stuttgart Arena, auf 119,5 Millionen Euro beziffert. Berlin rechnet für das Olympiastadion Berlin mit Sanierungskosten von 26 Millionen Euro, Hamburg 23,5 fürs Volksparkstadion und so weiter. Insgesamt kommen da auch fast eine Viertelmilliarde Euro zusammen, die letztendlich vom Bürger bezahlt werden. Aber der hat natürlich auch eine Menge Spaß. Ja, so soll es zumindest sein, und das wird eben diktiert. Und unterm Strich gesehen ist es halt so,
Man muss es einfach so sehen, dass eine Infrastruktur bei solchen freudigen Veranstaltungen wie bei einem Wettbewerb des Sportes durchaus, finde ich, es normal ist, dass da auch der Staat an bestimmten Stellen für gerade steht mit. Aber es geht eben halt um ein einfaches Milliardengeschäft. Mittlerweile ist es nicht mehr, wenn Bayern gegen Gelsenkirchen Schalke 04 gewinnt, dass die Bayern besser spielen als die Schalker, sondern deren eingekauften Fußballspieler, die aus der ganzen Welt kommen. Das heißt, es ist mittlerweile eine reine kaufmännische Situation und hat mit sportlichen Situationen gar nichts mehr zu tun. Das beste Management hat eben halt die besten Spieler und die besten Spieler schießen natürlich die meisten Tore und die gewinnen. Und bei diesen kommerziellen Grundstrukturen ist dieses gesamte Thema des Fußballspielens eigentlich in den Hintergrund getreten. Und warum dann der Bürger noch dafür gerade stehen muss, um damit Konzerne zu finanzieren. Das ist ja eine Konzernquersubvention. Das ist für mich schwer nachvollziehbar. Ja, vielleicht hat ja Nancy Faeser, die ja zuständig ist für all diese Posten hier, auch dann noch ein paar Regeln parat, dass man nur mit dieser Regenbogenarmbinde reinkommt. Ja, genau. Wir haben ja mittlerweile wieder Armbinden tragende Politiker wie Frau Faeser dort in Arabien irgendwo. Und das ist sehr suspekt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn deutsche Politiker wieder mit Armbinden herumlaufen. Also wir wissen nicht, ob das eine Bedingung wird, dass ihr in das Stadion jeweils hinein könnt. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr da hinein wollt. Es gibt viele Fans, für die dieser Fußball immer noch wichtig ist. Das wollen wir auch gar nicht schlecht reden. Jeder soll tun und lassen, was er möchte. Aber er sollte zumindest wissen, was geplant ist. Und das ist noch längst nicht alles. Wir werden auch hierauf unser Auge während der nächsten Wochen immer wieder gerichtet halten. Also ich habe nichts gegen eine Regenbogenfahne oder gegen andere Fahnen, die man jeder sich da aufs Revers gerne heftet. Allerdings macht es mir Sorge, wenn bei öffentlichen Gebäuden oder bei solchen öffentlichen Veranlassungen ideologische Fahnen aufgehängt werden. Ideologische Fahnen, damit hat Deutschland eine sehr, sehr dunkle Zeit erleben müssen. Und die rechtliche Situation dieser Flaggen, die dort hängen, die sind absolut juristisch vergleichbar. Und das ist das, was mir Sorge macht. Und warum spricht es niemand an? Von mir aus kann sich jeder so eine Flagge hinhängen. Aber auf irgendwelchen großen Gebäuden oder auch auf solchen Sachen wie nationalen Spielen, die stattfinden zwischen Vereinen, da sollte die Nationalflagge natürlich auch gehisst werden. Einigkeit und Recht und Freiheit sind Vokabeln, die wichtig sind. Es gibt nichts Schöneres, als einig zu sein und nichts Schöneres, als Freiheit zu haben und das Recht natürlich auch entsprechend, das über allem thront. Das wird ersetzt durch eine Ideologie. Das sind Verwerfungen, wo ich sage, während den Anfängen. So, jetzt wollen wir aber nicht nur Spaßbremse sein, sondern wir wollen weitermachen mit Informationen, die Spaß machen. Die haben wir neulich hier schon offenbaren dürfen, nämlich es gibt ein Manifest bei den Öffentlich-Rechtlichen von vielen Mitarbeitern, weit über 100 aus allen möglichen Bereichen, ARD, ZDF, Deutschlandradio und so weiter. Und die sagen, wir dürfen unsere Meinung nicht mehr sagen, geschweige denn veröffentlichen. Hier herrscht, das hat mal außerhalb dieses Manifests eine Gruppe von Journalisten beim NDR vor kurzem gesagt, hier herrscht ein Klima der Angst. So, und dieses Manifest ist veröffentlicht worden und die Journalisten, aber auch Cutter und Beleuchter, alle, die dabei waren, die schlagen einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor. Sie sagen, wir wollen ihn gar nicht abschaffen, aber wir möchten jetzt das verändern. Und das stößt jetzt direkt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gar nicht auf offene Ohren. Und zunächst hat mal das Manifest in vielen Sendern Debatten ausgelöst. Verbände, Gremien, Ausschüsse aus den öffentlich-rechtlichen Erziehungsanstalten begegnen dieser Initiative mit Kritik und Widerstand und behaupten, es sei falsch, dass, wie behauptet, in den Sendern nur vorgegebene Meinungen diskutiert und verbreitet würden. So heißt es in einer Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redakteursausschüsse bei ARD, ZDF, Deutschlandradio und Deutsche Welle, kurz AGRA. Das ist ein schöner Name, ne? AGRA.
Die Betonung liegt auf dem R. Sag mal Agrar. Agrar. Ja. Ja, wunderbar. Also Thilo Sarrazin hat das Buch geschrieben, Deutschland schafft sich ab, zu einer Zeit, als ein Riesensturm gegen ihn aufkam, wo man sagte, wie kann der Mann solch einen Unsinn behaupten, weil alles läuft völlig richtig, alles läuft völlig gerade, aber einige freidenkende Menschen haben gesagt, stopp, hier läuft etwas schief und das wird letztendlich eine Abschaffung Deutschlands zur Folge haben. Da stehen wir heute. Deutschland ist ja bereits abgeschafft, wenn wir das mal vergleichen mit vor 10 Jahren. Die meisten Menschen können sich soweit nicht zurückerinnern. Das ist das Hauptproblem, was wir haben. Und genau das sehen wir jetzt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ähnliche Muster, die schaffen sich auch gerade ab. Die Reaktionen dieser ewig gestrigen Betonköpfe, die dahinter stehen und alles ablehnen, das sind diejenigen, die dafür sorgen, dass der Laden selbst abgeschafft wird und bald der Vergangenheit abgehört. Es ist ein so armseliges Verhalten dieser großen Intendanten, die da in irgendeiner Form ihr Unwesen treiben, dass man sich nur noch wundern kann. Nein, die Intendanten haben sich hier nicht geäußert. Es ist, sind die Redakteursausschüsse. Agrar. Ja, die machen das. Ja, vielleicht holen sie sich grünes Licht von den Intendanten. Vielleicht, wir spekulieren, sagen die Intendanten, holt diese Kuh vom Eis. Macht jetzt endlich ein Ende dieser öffentlichen Diskussion. Das ist ja nicht mehr zu ertragen. Aber was ich mir merken werde, ist die Formulierung von dir gerade, ewig gestrige Betonköpfe, weil genau so erscheint es mir auch. Ich meine, ich kenne den Laden wirklich ganz gut von innen und wer sich so im Sturm der Kritik jetzt verhält, der hat es echt noch nicht verstanden. Also was sagen die zum Beispiel wörtlich, diese Agrar? Der Eindruck, dass in den Sendern nur vorgegebene Meinungen diskutiert und verbreitet würden und nur Mainstream-Themen, das haben Sie jetzt auch schon das Wort entdeckt, und Berichterstattung stattfinden, ist falsch. Stattdessen sprechen diese Leute von der Agrar von einer lebhaften Streitkultur. Außerdem würden journalistische Prinzipien bei der Berichterstattung beachtet. Ja, beachten kann man sie ja. Ob sie gesendet werden, ist eine zweite Frage. Aber eines ist definitiv, natürlich können die sich zurückziehen und sagen, es gibt nirgendwo eine Anordnung, wo so etwas stattfindet. Das sind ja im Prinzip so unterschwellige Mechanismen, die zu Konsequenzen führen, zu Mobbing führen und so weiter, wo sich dann der Journalist irgendwann zurückzieht und sagt, ich traue mich nicht mehr, das zu sagen, was ich eigentlich sagen möchte. Warum soll er sich im Prinzip aussetzen einer streitbaren Diskussion mit allen möglichen Folgen, wenn er nicht dann lieber sagt, komm, ich mache irgendeinen Standard, mein Gehalt habe ich eh sicher, wird ja öffentlich zwangseingezogen und insofern bin ich damit sauber. Das sind die Mechanismen, die dahinter stehen. Wenn Sie das so argumentieren, halten Sie die Menschen für blöd, indem man da glaubt, da sitzt einer bei ARD oder sitzt einer irgendwo im Süddeutschen Rundfunk mit einer dicken Zigarre wie so ein Pate und gibt jetzt vor, wer rausfliegt, wer drin bleibt und was gesendet wird. Das läuft schon ein bisschen intelligenter ab. Die meisten rauchen auch nicht Zigarre. Jedenfalls zu meiner Zeit war das nicht so. Entschuldigung. Hanf. Bitte? Die rauchen jetzt wahrscheinlich Hanf. Hanf. Die rauchen wahrscheinlich Hanf, oder? Wie heißt es das jetzt, was sie jetzt legalisieren wollen? Was ist das, wo? Cannabis. Ja, hier in Kanada ist das ja schon. Und man sieht übrigens auch, wenn es Gebiete gibt, wo Cannabis in großen Stückzahlen konsumiert wird, dass die eingetrübten Augen sich dann schon ein bisschen verändern bei den Menschen. Und naja. Sie trüben sich ein. Sie verändern sich in Richtung Eintrübung. Also die Redakteure, die das Manifest geschrieben haben und Cutter und alle anderen Mitarbeiter, die haben reagiert auf die Agrar-Ausführungen in einer E-Mail und weisen diese ganzen Behauptungen zurück. Es stehe zum Beispiel an keiner Stelle des Manifestes, wie die jetzt behauptet haben, dass nur vorgegebene Meinungen diskutiert und verbreitet würden. Und daher stelle sich auch die Frage, warum Agrar nicht die von ihnen gepriesene Streitkultur nutze und sich inhaltlich mit dem Manifest auseinandersetze. Die Initiative kritisiert die Stellungnahme der Agrar. Die entsprechen nämlich genau dem Stil in unseren Häusern, heißt es wörtlich, den wir mit unserer Vision eines neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunks
hinter uns lassen möchten. Man wünsche sich Veränderungen, die allerdings nur im respektvollen Diskurs möglich sind. Ja, also man braucht ja ganz einfach nur hingucken und sagen, okay, nehmen wir mal die letzten 2 Jahre Berichte über Donald Trump. Ich möchte behaupten, dass über 90% destruktiv und abwertend waren. Und wenn wir uns jetzt die letzten Jahre die von Joe Biden angucken, werden wir wahrscheinlich feststellen, dass 90% plus gut waren und günstig waren für die. Wie kann so etwas sein, wenn es eine objektive Streitkultur gibt? Denn es kann doch nicht sein, dass die Menschen alle pauschal dieselbe Meinung haben. Es sei denn, sie werden eben halt in ihrer Meinungsvorgabe, in ihrem Korridor dermaßen eingeschränkt, dass sie eben halt diese Meinung zu vertreten haben. Ich bezweifle, dass wenn jemand sagen würde, dass unter Donald Trump beispielsweise kein Krieg entstanden ist, während beispielsweise unter Obama zig Kriege entstanden wurden, Millionen von Tote entwickelt wurden und Obama einen Friedensnobelpreis bekommen hat, während Donald Trump beispielsweise als übler Mensch dargestellt wird. Und wenn ich sowas schreiben wollte, als Meinung, ja, glaubt ihr allen Ernstes, das würde durchgehen? Ich habe so einen Bericht noch nie gesehen. Ich habe so viel Unsinn gelesen, aber die sind immer irgendwie tendenziös. Jeder, der hinguckt, sieht es. Und wenn sie sich hinstellen und sagen, da gibt es keine Vorgaben, lächerlich. Naja gut, ich kann nun wirklich mitreden. Ich möchte das nicht immer wiederholen, aber ich durfte wirklich eigene Eindrücke zu diesem Thema eindrucksvoll sammeln. Das sind Eindrücke bis heute übrigens. Und ich würde dieses Manifest auch sofort unterschreiben, allein ich arbeite dort nicht mehr. Auch der Deutsche Journalistenverband ist empört. Also dieses Manifest würde ja auch Medienhasser mobilisieren. In einem Kommentar ist von üblen Beschimpfungen gegen Journalisten in sozialen Netzwerken die Rede. Also wenn ich sehe, dass das die Journalisten sind, die ich in der Deutschen Bundespressekonferenz sehe, und ich habe da neulich gesehen, ich glaube von Nachdenkseiten hat ein Journalist... Warwick. Wie heißt der? Florian Warwick. Florian Warwick, ein hervorragender Journalist. Ich kannte seinen Namen nicht, aber ich kenne die Artikel natürlich viel. Und wenn ich gesehen habe, wie intelligent er gefragt hat, auch intelligent nachgeholt hat und wie ich dann gesehen habe im Hintergrund die sogenannten Kollegen, die offenbar auch zum Journalistenverband gehören, wie sie die Augenbrauen regelrecht hochgezogen haben und wie dann diese Fragen weggebügelt wurden durch die Journalistenkollegen, die als Regierungsdarsteller letztendlich ihrer Funktion wahrnehmen und die eigentlichen Fragen nie richtig gestellt werden dürfen. Also da muss man ganz ehrlich sagen, wie blind muss man durchs Leben gehen und vor allem, wie fühlt man sich, wenn man solch einen Unsinn auch noch verteidigt? So, ja, also das ist eine spannende Situation. Wie schon gesagt, auch das werden wir weiter im Blick behalten. Das war jetzt ein Aufsatz von der Epoch Times, die wir hier vor uns hatten. Der nächste Artikel ist erschienen bei einem Portal, Unione Sarda, ein italienisches Portal. Und da ist berichtet über den ehemaligen italienischen Gesundheitsminister. Der heißt Roberto Speranza. Und dieser Herr Speranza, der war Gesundheitsminister in Italien zur Zeit der Mikrobe. Und der hätte jetzt eigentlich der ist zurückgetreten vor einer Weile und der hätte jetzt eigentlich für seine Region Basilicata als Präsident, also das Amt des Präsidenten, zumindest die Kandidatur mal anzuschieben und das macht er jetzt nicht. Die Überschrift dieses Artikels lautet: Mehr Morddrohungen von Impfgegnern, deshalb kandidiere ich nicht in der Basilicata. Also er steht immer noch unter Bewachung. Er hat also zahlreiche Morddrohungen bekommen von sogenannten Impfgegnern. Er sei vielfach beleidigt worden von diesen sogenannten Impfgegnern und erhalte immer noch täglich Meldungen von dieser Seite. Wörtlich schreibt er, die Morddrohungen und täglichen Beleidigungen von Splittergruppen der Anti-Impf-Galaxie gehen unaufhörlich weiter. Ich habe einige Rekonstruktionen davon gelesen, die immer von einer für mich inakzeptablen grundsätzlichen Entfernung dieser Pandemie-Maßnahmen ausgehen. Also es wird in Frage gestellt, welche Maßnahmen er während der Covid-19-Pandemie als Gesundheitsminister
erlassen hat. Und er sagt, die Aufstachelung zu persönlichem Hass in den sozialen Medien und auch aus einem begrenzten, aber sehr lautstarken Teil der Verlagswelt geht weiter. Also Andreas, nicht nur in Deutschland wird aufgearbeitet, auch in Italien gibt es jetzt übrigens einen Untersuchungsausschuss, eine Kommission, die sich mit dieser Zeit beschäftigt. Naja, und das reicht eben halt nicht. Und das wissen die Menschen auf der ganzen Welt. Und Italien natürlich auch. Die sind ja sowieso sehr lebendig, auch in ihrer Art, auch der Politik. Du bist ja sehr italienaffin und sprichst doch recht gut Italienisch und beobachtest das Ganze immer. Und ich kann nur das Ganze aus der makroökonomischen Sicht sehen, dass natürlich Italien dramatisch überschuldet wurde und jetzt durch diese Corona-Fehlpolitik nochmal dramatisch zusätzlich verschuldet wurde. Das heißt, die Menschen in Italien massenhaft in die Armut getrieben wurde. Und der Deal war ja damals mit der Teilnahme des Euros nach dem Motto, ja Moment mal, Deutschland zahlt natürlich alle Rechnungen, die Italien letztendlich macht. Jetzt kann Deutschland nicht mehr bezahlen, jetzt muss es Italien bezahlen. Und in dieser Phase kommen jetzt auch noch diese hohen Schulden der misspolitischen Entwicklungen. Was die Menschen jetzt erwarten, ist eine Rechtsstaatlichkeit. Sie erwarten Festnahmen, sie erwarten ordentliche Gerichtsprozesse gegen die führenden Politiker, führenden Manager, führenden auch Organisationen der Lobbyverbände. Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Vorstand von bestimmten Konzernen der Pharmaindustrie müsste dazugehören, um sie vor ein ordentliches Gericht zu stellen. Je länger man das verzögert, desto größer wird natürlich das Aggressionspotenzial der Menschen, die sagen, wir fühlen uns in unserem Gerechtigkeitsempfinden einfach nicht beachtet, wenn wir beispielsweise irgendwelche Fehler machen, eine zu spät abgegebene Steuererklärung oder Falschparken werden wir rangenommen und hier geht es um ein Staatsverbrechen und nichts passiert. Ja, du zitierst Gunter Frank, Dr. Gunter Frank, damit wieder mit dem Staatsverbrechen, der ein ganzes Buch dazu geschrieben hat, was wirklich lesenswert ist, weil viele Punkte, die ahnt man gar nicht. Man weiß sie nicht, man ahnt sich nicht, was da alles passiert ist. Aber es ist ja auch ein in jedem Menschen verankertes Gerechtigkeitsempfinden. Ja. Das hat mit den 10 Geboten zu tun, die da installiert sind. Das hat etwas mit unserem Gewissen zu tun und vielleicht auch mit dem Wissen der Gesetze, zum Beispiel dem der Wechselwirkung. Was der Mensch sät, das wird er vielfach ernten. Das hat Christus den Menschen gebracht, diesen wichtigen Satz. Und er meinte damit tatsächlich nicht nur die Landwirtschaft, sondern eben auch die geistige Welt, dass das geistige Gesetze genauso sind. Und wer sich hier etwas hat zu Schulden kommen lassen in dieser Pandemiezeit mit überzogenen Lockdown-Forderungen oder Druck auf die Menschen, naja, Andreas, auch wenn wir das hier jetzt nicht erleben werden könnten, vielleicht tun wir es ja auch, aber diese Herrschaften werden auf jeden Fall eines Tages zur Rechenschaft gezogen. Ja, und es soll auf gar keinen Fall so rüberkommen, als ob es hier um eine Art Rache oder Rechtfertigung geht. Das sind die Gesetze, die kalt sachlich arbeiten im Rahmen dieser Schöpfungsarchitektur. Und jeder, der sich hat etwas zu Schulden kommen lassen, sollte übrigens froh sein, noch zu Lebzeiten in der jetzigen Zeit diese Rückwirkung noch zu erfahren. Alle, die politische Fehlentscheidungen getroffen haben, haben jetzt die große Chance, leider versteht das ja kaum jemand, sich jetzt im Prinzip in tiefe Reue zu begeben, nach außen zu treten, jedes Mikrofon, jede Kamera zu nehmen und zu sagen, ich habe gefehlt. Es tut mir von Herzen leid. Ich bereue zutiefst. Ich hätte es wissen müssen. Ich war so eingeschränkt in meiner gnadenlosen Ignoranz und auch Dummheit, dass ich es nicht verstanden habe. Aber ich bereue jetzt. Himmel, was wäre das für ein Zeichen? Wie schnell würden wir Ruhe reinbekommen? Wie human würden die Prozesse auch in ihren Urteilen ausfallen? Und statt 15 Jahre gibt es dann eben halt nur 2 Jahre, vielleicht sogar auf Bewährung. Aber man wäre dann zumindest auf den irdischen Teilen schon einmal so weit vor. Stattdessen wird gerechtfertigt, stattdessen wird das Ganze noch gut geheißen, es wird verschleiert und damit bringt man sich noch viel tiefer in diese Schuldspirale rein. Wenn die Menschen nur diese Schöpfungsarchitektur verstehen würden, die würden blank entsetzen vor sich selbst. Ich möchte in keinem dieser heute stecken, ob ich im ethischen Rat ganz vorne sitze und Büchse heiße und die Büchse voll habe oder was auch immer. Ich möchte in deren Haut nicht stecken.
Man macht keine Witze über Namen, Herr Popp. Entschuldige bitte. Ja, wer so heißt, sollte auch nicht mit Steinen werfen. Ja, genau. War ein Witz. Ja, also es war wichtig, dass du das gesagt hast. Wer auch interessiert ist an den Gesetzen der Natur und der Schöpfung, an diesen großen Gesetzen, der findet Aufklärung und Informationen in den drei Bänden im Lichte der Wahrheit. In der Gralsbotschaft von Abdruschin, die wir hier auch nicht müde werden zu nennen. Ich meine, wir nennen sie, wir tragen sie euch nicht hinterher. Es entscheidet jeder selber, ob er sich dafür interessiert oder nicht. Aber da wir davon ausgehen, dass es extremst notwendig ist, dass wir Menschen uns endlich um das kümmern, was uns wirklich erlaubt ist und was uns absolut gar nie erlaubt sein kann, was wir aber vielleicht hier fröhlich vor uns hinsündigen. Wer das wissen will, der kann lesen, und wen das nicht interessiert, der kann seiner Wege gehen. Das entscheidet ja jeder selber. Andreas, wir reden jetzt hier die ganze Zeit über die Aufarbeitung von Corona. Du hast das gerade sehr schön dargestellt, dass Täter, die also mitgeschürt haben, und zwar Hass und Hetze, gegen Kritiker, gegen Menschen, die sich die Spritze nicht geben lassen wollten, die stehen jetzt mehr und mehr im Rampenlicht und müssen sich erklären. Und wir wissen heute, dass die Kritiker mit vielem Recht hatten, dass die sogenannte Corona-Politik eben nicht auf wissenschaftlichen Fakten beruhten, sondern auf politischen Vorgaben. Und wenn man eins und eins zusammenzählt, dann steht man vor einem gigantischen Skandal. Dem Skandal überhaupt, den es eigentlich nie vorher so gegeben hat, seit der Gründung der sogenannten Bundesrepublik. Du hast dich ja gestern ziemlich echauffiert über ein Gespräch zwischen dem ZDF-Moderator Markus Lanz und dem bekannten Spiegel-Chefredakteur ehemals, er gehörte da zur Chefredaktion, Nikolaus Blome. Lass uns doch darüber mal sprechen. Naja, Nikolaus Blome, viele werden ihn vielleicht vom Namen nicht kennen, aber wenn man ihn sieht, kennt man ihn eigentlich. Der hat es nie ausgelassen, eine Kamera nicht zu nutzen, wenn er sich dann darstellen konnte. Und er hat sich im Rahmen dieser Corona-Politik damals massiv durch seine totalitären und auch grundrechtsverletzenden Forderungen auffällig rücksichtslos verhalten. So war zumindest meine Empfindung und offenbar auch vieler Menschen. Er forderte damals als Meinungsjournalist im Spiegel ganz klar gesellschaftliche Nachteile für alle Menschen, die sich freiwillig einer sogenannten Impfung verweigert haben. Und dann kam noch der berühmte Nachsatz von Blome damals, möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Also das ist der klassische Pranger, den wir aus dem Mittelalter kennen. Und Markus Lanz zitiert dann in der Sendung Herrn Blome, während dieser selbst im Fokus der Kamera ihm gegenüber sitzt und im Close, so heißt es ja, groß zu sehen ist. Also ich bin kein Psychologe, aber ich finde, man konnte auch als Laie erkennen, dass er sich ertappt fühlte, der Herr Blome. Er zuckte mit den Mundwinkeln, er war sehr verunsichert. Seine Reaktion aber zeigt nicht nur, wie unwohl er sich fühlt, sondern mir kommt es vor, als würde er sich als Opfer sehen, weil man ihn ständig auf diesen mehr als verbalen Entgleisungen in Form eines Aufrufes zur Spaltung der Republik hinweist. Ja, und was dann von Herrn Blome als Antwort kam, das sehe ich als eine peinliche, fadenscheinige Begründung mit einer ständigen Gesichtsmischung in seiner charakterlichen Wirkung zwischen sich ertappt fühlen und sich ungerecht behandelt fühlen. Dazwischen habe ich ihn immer irgendwie gesehen. Das, was er da konkret sagte, spielte eher keine Rolle, denn es war eine Art rhetorischer Durchwurstel, Pragmatismus, Antwortsstruktur mit den üblichen Mustern und Wortschleifen. Also es geht jetzt nicht darum, das möchte ich mal hier ganz schnell klarstellen, Nikolaus Blome in irgendeiner Weise zu bashen. Aber wenn jemand wie er eben wirklich, wie du es gerade gesagt hast, nahezu jede Kamera nutzt, um Statements abzugeben. Er hat ja auch irgendwelche Sendungen regelmäßiger Art, wo er mit jemand anderem, Blome und wie heißt der andere, ich habe es vergessen, ist für mich alles nicht mehr so wichtig geworden,
wo er sich darstellt. Und wenn jemand qua Amt, und er ist immer noch ein bei den Mainstream-Medien hoch angesehener Journalist, so etwas öffentlich von sich gibt, also dass man in der Republik auf diese Menschen mit dem Finger zeigen möge, da muss man sich einfach im Nachhinein in der Aufarbeitung dafür verantworten. Er kommt ja auch in der Antwort doch noch zu dieser alten Narrativorgie zurück, Andreas. Du sagst, die Antwort spielt nicht so eine Rolle, aber ich denke doch. Zum Beispiel, dass man den unter Wissenschaftlern massiv umstrittenen sogenannten mRNA-Impfstoff schon früher hätte geben und einsetzen müssen, um das angebliche Leid zu verhindern, das es ja in dem Sinne nachgewiesenermaßen gar nicht gegeben hat. Aber man trotzdem wieder besseren Wissens das verbreitet hatte. Es ist ja auch ein Armutszeugnis für einen hoch angesehenen Journalisten, wenn er bis heute nicht begriffen hat, wie das wirklich funktioniert hat. Ja, und bei Herrn Blome kann ich jetzt nicht den Maßstab eines Durchschnittsbürgers ansehen, sondern das ist einer, der mit ganz anderen Maßstäben gemessen werden muss und hier ganz klar in die Fragestruktur gehört. Und hier hätte eine Nachfrage von Markus Lanz aus meiner Sicht ganz klar kommen müssen, um ein Mindestmaß an journalistischer Qualität überhaupt gerecht zu werden. Und stattdessen, da bindet der Herr Lanz dieses heikle Thema ab mit den Worten, ich will Ihnen ja diesen Satz gar nicht vorhalten. Das fand ich schon wirklich beeindruckend. Also, Fakt ist doch, der Spiegel wird seit Jahren mit Millionen von Bill Gates gesponsert. Heute wissen wir, dass im Oktober 2019, unter anderem unter der Aufsicht von Bill Gates persönlich, ein großes Corona-Manöver wie eine Art theoretische Generalprobe unbemerkt von der Masse der gesamten Erdenbewohner gewissermaßen vollzogen wurde. Wir wissen, dass Bill Gates sich zu Billigstkursen bei BioNTech finanziell in gewaltigen Größenordnungen frühzeitig eingekauft hat. Durch eine große Marketingaktion der Massenmedien, auch des Spiegel, im Schulterschluss mit der Politik oder deren Vertreter, wurde dann die wissenschaftlich nicht ordentlich geprüfte und heute bekanntermaßen gefährliche Impfung ins Volk getragen. Hier sind Fragen nötig. Ja, ich will noch kurz darauf hinweisen, Blome war zwar Chefredaktionsmitglied beim Spiegel, aber er arbeitet immer noch beim Spiegel, nämlich als Online-Kolumnist. Und er ist derzeit seit 2020 Ressortleiter Politik und Gesellschaft in der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland. Er war auch stellvertretender Chefredakteur bis 2019 bei der Bild-Zeitung und zuletzt verantwortlich für Politik- und Wirtschaftsressort. Also ich wollte das nochmal hier für alle, die es nicht wissen, in Erinnerung bringen, dass er wirklich ein hochkarätiger Mainstream-Journalist ist. Und was du hier jetzt sagst, da müsste man einen Verdacht der Kooperation zwischen Gates und dem Spiegel im Interesse eines gigantischen Profites von Bill Gates vielleicht mal hinterfragen und eventuell rechtlich prüfen lassen, oder? Denn die Aktienkurse bei BioNTech, die sind ja explodiert. Bill Gates hat hunderte Millionen Gewinn in kurzer Zeit gemacht, allein aus dem BioNTech-Investment. Und wenn wir heute diese ganzen Zusammenhänge sehen, wie die Verquickungen zwischen Medien und den Investoren, den Politikern, den Finanzmogulstrukturen der Pharmaindustrie sehen, anhand zum Beispiel auch der SMS-Affäre zwischen Frau von der Leyen und den Pharma-Bossen, wo Milliardendeals ja auf Kosten der Steuerzahler, ja, wie gesagt, per SMS abgewickelt wurden. Wenn wir dann die Lügen beim Robert-Koch-Institut sehen, die jetzt auffliegen durch die sogenannten RKI-Files, wo man auf wissenschaftliche Evidenzen einfach verzichtet hat, auch wenn man das Gegenteil behauptet hat. Und wenn wir dann das Ganze noch in den Kontext stellen mit dem Hammer-and-Dance-Papier, um die Menschen ganz vorsätzlich in den Panikmodus zu bringen, also dann lassen sich ja schon tatsächlich massive Verdachtsmomente einer geplanten Agenda ableiten. Wir bleiben bei Verdachtsmomenten. Ja, aber diese Verdachtsmomente sind ja immer ein Impuls und dafür gibt es ja den Verdacht. Es gilt ja die Unschuldsvermutung, aber sollten sich diese Verdachtsmomente erhärten
und beweisen lassen, und da gibt es momentan viele Indizien, um es mal vorsichtig auszudrücken, dann haben wir es mit einem auf Korruption basierten Staatsverbrechen zu tun, was aus meiner Sicht längst staatsanwaltlich hätte ins Visier genommen werden müssen. Ich will noch mal vielleicht eine weitere Komponente dieses gigantischen Skandales ansprechen. In den letzten 4 Jahren ist ja sehr auffällig eine Verrohung der Sitten eingetreten. Eine, kann man ja auch sagen, Verflachung des Denkens und Fühlens bei einigen Menschen. Auch eine Art Isolierung, eine Entfremdung von Natur, von den Lebensgrundlagen, all dem, auch dem Optimismus, was mal so war, all das ist ja so am Verglühen. Und wir sehen einen Verfall, der nimmt jeden Tag zu, von Freiheit und Kultur. Andreas, du sagst ja immer wieder im Rahmen deiner freien Meinungsfunktion, du vermutest hier eine Agenda. Ja, das sage ich ganz offen und als Meinungsredner kann ich hier ja das sagen. Ich glaube vor allem große Gefahren zu erkennen, dass sich eine gewisse Geschichte wiederholen könnte. Und das ist mein Trauma. Ich bin in den 60er Jahren in die Schule gegangen und ich bin von Anfang an meiner Schulzeit im Prinzip mit diesem Trauma unserer dunklen Geschichte konfrontiert gewesen und habe eine ganz aggressive Abneigung, dass sich Totalitarismus wiederholen könnte. Ich war ja vor vielen Jahren mal als links, auch wenn man mich versucht jetzt als rechts einzuordnen, aber ich bin weder links natürlich noch rechts. Du sprichst hier völlig zu Recht von einer Verrohung der Menschen, die wir gerade erleben müssen. Und das ist genau die Gefahr, die ich hier sehe. Und hier gilt für mich, wehret den Anfängen. Der braune Faschismus Hitlers zum Beispiel ging mit einer Verrohung einher. Der rote Faschismus von Stalin ging mit einer Verrohung einher. Und der grüne Faschismus geht ebenfalls mit einer Verrohung einher. Dass die Faschisten von damals in der Rückschau nicht im Recht waren, das steht in den Geschichtsbüchern, die natürlich nicht immer die reine Wahrheit enthalten, aber es stimmt, sie taten massiv Unrecht, ganz klar. Die Geschichtsbücher über die Jetztzeit, die werden vermutlich erst in Jahren verfasst, aber meine Vermutung ist, dass es eine ähnliche verheerende Analyse sein wird. Ja, diese Keule des Faschismus ist natürlich schon eine harte Vokabel und ich finde, hier sollten wir auch ein bisschen vorsichtiger argumentieren, Herr Popp, dass die grünen Ideologien der Jetztzeit nicht im Recht sind, sehe ich allerdings auch genauso. Aber kann man da wirklich von Faschismus sprechen? Wenn man ihn definiert, dann kann man das. Aber es ist auch okay. Also es tut mir leid, aber die inflationäre Benutzung des Wortes Faschismus kommt ehrlich gesagt nicht einmal von mir, sondern wiederum aus der links-grünen Szene. Demokratische Gegner zum Beispiel in Parlamenten, die man nicht mag, die werden ebenfalls gern einfach pauschal als Faschist bezeichnet. Eine völlig irrenführende Bezeichnung, weil Faschisten immer Kollektive bezeichnen und keine Individuen. Offenbar weiß man gar nicht, was das eigentlich ist. Kein Wunder bei der Bildungsmisere, die auch vor der Qualität von Bundesministern leider keinen Halt macht. Aber darüber haben wir ja oft gesprochen. Okay, lass uns noch mal zu den Fakten zurückkommen. Ihr Lieben, wir sind daran interessiert, dieses Thema nicht loszulassen, auch in Bezug und mit Blick auf das, was im Mai geplant ist bei der WHO. Wir müssen dranbleiben an den Themen, die hier verbockt wurden, die der Bevölkerung, den Menschen übergestülpt wurden und immer wieder auch mit dem dringenden Aufruf, dass die Dinge sich nicht wiederholen dürfen. Wir müssen aufarbeiten. Wir dürfen damit nicht aufhören. Es gibt ja viele, die einfach sagen, es ist doch längst vorbei, jetzt hört doch mal auf. No, es ist nicht vorbei. Fakten, Covid-19-Politik. Man hat ja gesagt, das ist ein ganz aggressives Virus, das also Millionen Menschen auf der ganzen Welt töten wird. Es wurde ordentlich dramatisiert. Inzwischen kann man davon ausgehen, dass Covid-19 wie eine Art milde Grippe zu wirken scheint. Aber damals hieß es, es gibt keine Herdenimmunität, es muss gespritzt werden. Lass uns mal ein paar Fakten angucken. 2020 gab es in Deutschland weniger Atemwegserkrankungen als 2019. 20 war ja das erste Jahr der Mikrobe. 2020 gab es in Deutschland weniger Kliniktage als 2019. 2020 ist das durchschnittliche Sterbealter in Deutschland nicht gesunken, sondern noch gestiegen.
Erst seit 2021 ist nach Einführung der experimentellen Genspritze das Sterbealter gesunken und es wird lange dauern wegen der Spätschäden, bis man das durchschnittliche Sterbealter wieder auf dem Niveau von 2020 erreicht hat. 2020 gab es mehr freie Intensivbetten in Deutschland als 2024. Wesentlich mehr. Es gab also keine Intensivbettengpässe. Es drohten auch keine. All das, die haben ja Zeit gehabt zu tanzen. Das ist heute alles beweisbar. Ja, und wenn man dann natürlich weiß, dass die Welt davon betroffen ist, dann guckt man natürlich auch, was die Nachbarn machen. Aber man hat ja stattdessen die Nationen informationsmäßig regelrecht isoliert. Sonst hätte man nämlich gewusst, zum Beispiel, die Amish People, zum Beispiel in den USA, die haben ab Mai 2020 ohne Corona-Maßnahmen weitergelebt, haben sich bei Erkrankungen allenfalls mit Ivermectin und Hausmitteln geholfen und sie hatten schon 2020 eine Herdenimmunität erreicht, ganz normal und natürlich. Ohne die mRNA-Genspritze sind in der gesamten Amish-Population nur eine Handvoll Menschen an und mit Corona verstorben, also nicht nur an, sondern auch mit und vermutlich also nahezu kaum jemand, zumindest nicht mehr als bei einer milden Grippe, wie du gerade richtig gesagt hast. Die FDA hat soeben in den USA ihren Verleumdungskrieg gegen Ivermectin, dieses Medikament, dieses einfache, verloren und löscht nun alle ihre verleumderischen Dateien aus ihren Medien. Das heißt, sie hatten ja damals, indem sie die einfachen Heilmittel verteufelt haben, haben sie versucht, die Menschen in die Spritze hineinzubekommen. Und die haben mittlerweile die Prozesse verloren. Diesen Verleumdungskrieg. Die deutschen Bürger wurden derweil natürlich auch massiv desinformiert. Bezüglich RKI ist jetzt gerade einiges herausgekommen, aber ich bin sicher, da wird noch mehr herauskommen, wenn die Schwärzungen komplett aufgehoben werden. Mein Kernpunkt ist hier aber nicht, dass die als Corona-Leugner oder als Klimaleugner stigmatisierten Menschen recht hatten und ihre Gegner nicht. Das sehe ich übrigens jedem nach. Wir alle können irren. Es geht nur die Frage darum, wie wir dann damit umgehen. Und die meisten haben eben auch nicht die Zeit und den Freiraum, sich in solchen akuten Phasen selbst darum zu kümmern, wie wir das zum Beispiel machen. Es geht also eher darum, dass Top-Journalisten, Top-Mainstream-Journalisten wie Nikolaus Blome zum Beispiel in einem Plädoyer für eine Impfpflicht eine Verrohung praktisch vorlebt, die die bewusste und gewollte Stigmatisierung zum Inhalt hat. Also wenn so jemand, jedenfalls noch vor ein paar Jahren, in die Öffentlichkeit geht und Aussprüche wie die hier ja schon genannten bringt, dann betrifft das Menschen, es trifft die Menschen. Und jetzt vermisst man natürlich auch, Andreas, es findet ja überhaupt kein Aufschrei, kein Aufmarsch der Anständigen gegen diese Spaltung statt, sondern sie versuchen es alle wegzuwischen. Naja, wir sehen hier natürlich das Versagen der Presse. Wenn die das ein bisschen mehr außen nach außen tragen würden, dann wäre der Drang natürlich nicht gegen irgendwann irgendwie gegen eine Richtung wie rechts zu argumentieren, wesentlich größer und man würde sagen, okay, wir brauchen jetzt einen Aufmarsch der Anständigen. Da die großen Mainstream-Medien aber mit in dieser Komplizenproblematik sind und das beweisen sie übrigens immer mehr, die Indizienkette verdichtet sich ja übrigens gegen sie, wenn man beobachtet, wie sie jetzt damit umgehen. Das heißt, sie graben sich ja immer tiefer jetzt rein in das Problem. Also wir haben momentan nur Aufmärsche gegen die Andersdenken, Denkenden. Das sehen wir, wie es in gleichgeschalteten Denkvorgaben, übrigens diese gleichgeschalteten Denkvorgaben, das ist ja der Faschismus, wie es immer abläuft, gegen rechts, ja. Genaue Analysen werden in den Geschichtsbüchern irgendwann vermutlich belegen, dass die Jünger der Corona-Maßnahmen einer massenhaften Schädigung und vermutlich sogar Tötung in einigen Fällen mindestens Vorschub geleistet haben. Und das auch noch zu einer Zeit, als man längst wissen konnte, dass diese Gefahren real vorhanden sind. Ja, und wir sehen, wie die Politik auch weiter damit umgeht. Die nächste Meldung, die kommt von der Zeit und die berichtet in der Überschrift schon, CSU lehnt politische Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen ab.
Also der gute Herr Söder als Ministerpräsident Bayerns will nichts zu tun haben mit dieser Aufarbeitung. Die bayerische Staatsregierung sagt, die Wissenschaft ist am Zug, nicht wir, die Politiker, weil wir haben ja nur so gehandelt, wie die uns gesagt haben. Und er sagt, viele, die jetzt eine politische Aufarbeitung forderten, hätten ihr Urteil schon längst gefällt. Das hat Florian Herrmann von der CSU, der Staatskanzleichef, bei einer Aktuellen Stunde gestern im Bayerischen Landtag geäußert. Aber ohne oder nur ohne politische Instrumentalisierung könne man für die Zukunft lernen. Deswegen ist es Sache der Wissenschaft, eine Pandemie aufzuarbeiten. Ja, man wundert sich darüber, mit welcher Dreistheit hier einfach weitergelogen wird. Das ist ja das eigentliche Problem. Man will keine Aufarbeitung, weil man sagt, man wäre ja den wissenschaftlichen Vorgaben nur gefolgt als Politiker. Real ist die Wissenschaft den politischen Vorgaben gefüllt, den politischen. Die Politiker haben vorgegeben und die Wissenschaft hatte sich unterzuordnen, weil das RKI dem Gesundheitsministerium untergeordnet ist, Befehlsempfänger ist und Herr Wieler die Befehle des Gesundheitsministeriums unter der Führung übrigens eines Militärs, eines Generals der Bundeswehr, den man eingestellt hatte, und darüber sind die Dinge nach außen getragen worden. Das haben die RKI-Files eindeutig bewiesen, und wenn hier dargestellt wird, das glatte Gegenteil, und dann kommt hinterher noch die Wortschleife, letztendlich haben wir viele Leben gerettet durch die Impfung, auch das ist mittlerweile als Unwahrheit. Wir wissen nämlich, dass die Impfung überhaupt keine Wirkung hat, keine Mehrwirkung, als es ein normaler hat, der nicht geimpft ist. Aber es kommen dazu eben halt die Impfnebenwirkungen, die Ungeimpfte natürlich sowieso nicht haben. Also ist es eine Schlechterstellung. Ich habe heute eine Meldung auf den Tisch bekommen von Welt Online, und da habe ich erst mal geschluckt, und dann habe ich unseren Berater angerufen, der für militärische Fragen zuständig ist, ein Profi, ein Experte, der lange selbst dabei war, und habe gefragt, stimmt das? Kann das sein? Und dann hat er es nochmal geprüft und hat gesagt, ja, es stimmt, was Welt Online da veröffentlicht hat. Die Bundesregierung hält auch heute, ein Jahr nach dem offiziellen Ende der Corona-Pandemie, an der vorgeschriebenen Corona-Impfung für Soldaten fest. Und zwar hat das eine Antwort ergeben des Bundesverteidigungsministeriums auf eine schriftliche Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Leif Erik Holm. Die liegt der Welt exklusiv vor. Und Holm wollte wissen, ob die Regierung die Duldungspflicht für Soldaten der Bundeswehr, wonach diese sich gegen das Coronavirus impfen lassen müssen, im laufenden Jahr aufheben werde. Das Bundesverteidigungsministerium unter Boris Pistorius teilte in seiner Antwort mit, eine Aussage zur Aufhebung sei nicht möglich, da die zukünftige epidemiologische Entwicklung im Hinblick auf das Infektionsgeschehen nicht vorhergesagt werden könne. Ergo gilt die Duldungspflicht der Corona-Impfung für Bundeswehrsoldaten weiter. Ja, das sind die Auswüchse eines Beamten-Talibans. Das sind die Auswüchse im Prinzip eines gesetzlichen Vorgabenprogramms nach dem Motto, egal, und wenn sie alle draufgehen, Gesetz ist Gesetz. Und das ist das Irre. Es gibt doch nun genügend Informationen, noch einmal, dass die mRNA-Impfung keine Wirkung hat. Das ist bewiesen, das kennen wir mittlerweile von den Wissenschaftlern, die auch dem RKI zugeordnet sind. Das muss man ganz deutlich mal so sehen. Und es gibt ja auch interessanterweise keine Argumentation und keine Dokumentationen, wie die Politik dann zum Beispiel zu diesen Lockdown-Maßnahmen gekommen sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Bundeswehr hält einfach daran fest, weil es in irgendeinem Gesetz, in einer Vorgabe steht, und lässt die Leute weiter in eine Spritze laufen. Ich frage mich manchmal, gibt es da noch Menschen, die mitdenken? Ich weiß nicht, vielleicht denken sie ja auch mit und haben einen anderen Auftrag. Manchmal gehe ich auch schon Richtung Verdachtsmomente. Ich bin wirklich fassungslos darüber, denn damit bleiben jetzt die Soldaten der Bundeswehr die einzige Berufsgruppe, für die immer noch eine Corona-Impfpflicht gilt. Und dabei ist ja diese einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflegekräfte Ende 2022 schon ausgelaufen. Und die allermeisten Maßnahmen sind jetzt schon seit einem Jahr obsolet. Da hat ja dein Lieblingsgesundheitsminister Lauterbach die Corona-Pandemie in Deutschland offiziell für beendet erklärt.
Dieser AfD-Politiker, Herr Holm, der spricht von einem Skandal, der mit dem Prinzip des Staatsbürgers in Uniform nicht vereinbar sei, und er forderte Verteidigungsminister Pistorius als obersten Dienstherrn der Soldaten zum Handeln auf. Wörtlich, Pistorius sollte die Corona-Impfpflicht schleunigst aufheben. Das ist mehr als überfällig. Und für die Soldaten bedeutet das jetzt, dass sie weiterhin mit drastischen Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie eine Impfung gegen das Virus verweigern. Und es gibt ja eine ganze Liste von duldungspflichtigen Impfungen, beziehungsweise ja, es gibt eine ganze Liste, wo eben auch Soldaten dann gesagt haben, ich mache das nicht mit. Die sind zum Teil bestraft worden. Die letzten Zahlen dazu, schreibt Welt Online, wurden im Mai 2023 bekannt gegeben. Danach sind 70 Soldaten aus diesem Grund aus der Bundeswehr entlassen worden, nachdem sie wegen Befehlsverweigerung verurteilt worden waren. Einige Soldaten bekamen Geldstrafen, andere Freiheitsstrafen auf Bewährung. Allerdings änderte sich die Rechtsprechung im vergangenen Jahr. Einige Gerichte sprachen Soldaten frei, die eine Corona-Impfung verweigert hatten. Zuletzt das Amtsgericht Bad Kissingen im Fall eines 33 Jahre alten Zeitsoldaten. Und die Richterin damals begründete ihr Urteil mit der Verhältnismäßigkeit der Anordnung zur Impfung angesichts sinkender Infektionsraten und bekannt gewordener Nebenwirkungen. Andreas, die Begründung der Bundeswehr, es könnte ja jederzeit wieder was ausbrechen, die ist ja an Dadaismus nicht zu übertreffen. Nein, das ist einfach Willkür. Einfach eine willkürliche Aussage. Und ich bin da ziemlich von überzeugt, dass da die WHO-Krakenarme natürlich tief reingreifen in diese Geschichten. Und man weiß ja nicht, was du auch vorhin schon sagst, was da noch wirklich hintersteht. Wir wissen es ja gar nicht mal, was bekommt eigentlich wer wirklich bespritzt. Wir sehen, da wird eine Spritze gemacht, wir wissen aber nicht, was drin ist. Wir müssen da ja vertrauen, dass überall dasselbe drin ist oder das Gleiche drin ist. Und da bin ich manchmal nicht mehr so ganz sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, denn wenn diese Richterin gerade gesagt hat, dass dieser eine Bundeswehrsoldat freigesprochen wurde, weil er sich nicht hat impfen lassen aus der Vergangenheit, und zwar wegen der rückgehenden Infektionszahlen, die hatten nichts damit zu tun, wie wir heute wissen. Damit können wir heute nicht mehr argumentieren. Wir wissen, dass diese mRNA-Spritzen keine Wirkung hatte. Das ist das Entscheidende, außer Nebenwirkungen. Ich wollte noch ganz schnell zu einem Punkt kommen. Wir hatten ja letztes Mal über den ehemaligen regierenden Bürgermeister Berlins, den Herrn Müller, gesprochen, der eine Amnestie gefordert hatte. Wir haben es vielleicht nicht ganz richtig verstanden bzw. ausgelegt. Er scheint gemeint zu haben, was die Sache aber auch nicht besser macht, dass die Amnestie nicht gelten sollte für ihn und seine Aussagen und seine ganzen Mitläufer für die Aussprechung der Pandemie-Maßnahmen, sondern dass man eine Amnestie erlassen könnte für die Kritiker, die er aber als Täter im gleichen Atemzug bezeichnet. Ach okay, das war mir natürlich auch nicht klar, weil ich den Bericht jetzt auch nicht gelesen hatte. Aber es ist eigentlich egal. Mich würde es auch nicht wundern, wenn er sich selbst versucht, in irgendeiner Form in eine Amnestie reinzubringen, spätestens dann, wenn er gerichtlich belangt wird. Weil ich glaube eben halt, dass die juristischen Konsequenzen immer näher rücken bei all den Funktionären, die das mit zu verantworten haben. Nochmal, nicht im Sinne einer Rache oder einer Geltung, sondern im Sinne eines sauberen Rechtsstaates, wo die Unschuldsvermutung gilt. Und deshalb spielt auch keine Rolle, wenn da ein Herr Söder sagt nach dem Motto, da gibt es schon eine Vorverurteilung. Also wenn einer vorverurteilt hat, dann war das Söder, nämlich jeder, der kritisch war, wurde vorverurteilt. Aber Vorverurteilen haben keine rechtliche Relevanz. Aber es gibt gerichtliche Urteile. Und aus diesem Grunde muss ein Rechtsprozess laufen, dann kann man es nämlich sauber feststellen. So einfach ist das Ganze. Ja, danke dir bis hierher. Ich möchte noch bei der Bundeswehr bleiben, denn heute schreckte eine weitere Meldung auf. Die ist in der Weltwoche erschienen, in der Schweizer Weltwoche. Überschrift: 900.000 deutsche Ex-Soldaten sollen zum Gesundheitscheck. Das fordert der Chef der Reservisten.
So soll nämlich Deutschland im Ernstfall verteidigt werden. Der Chef des Reservistenverbandes der Deutschen Bundeswehr, der heißt Patrick Sensburg. Und der hat das gefordert. 900.000 ehemalige Soldaten sollen jetzt zum Gesundheitscheck. Das hat die Bild-Zeitung auch berichtet. Und es geht jetzt darum, dass im Ernstfall, falls Deutschland verteidigt werden muss, die aktuelle Zahl von 200.000 aktiven Soldaten erhöht werden müsse, um zusätzliche 600.000 Reservisten. Derzeit sind bei der Bundeswehr mehr als 20.000 Stellen unbesetzt. Andreas, wie kann es sein, dass eine solche Zahl ins Land geworfen wird, die immens ist, ohne dem Volk zu erklären, warum das notwendig ist? Ich meine, eine Bemerkung, im Ernstfall das Land verteidigen, was steckt denn dahinter? Naja, es ist ja schon mittlerweile genannt worden. Wir müssen natürlich damit rechnen, dass der Krieg in Europa immer weiter forciert wird und aus meiner Sicht vom Westen selbst. Wir sehen ja, wie Herr Pistorius gesagt hat, in den nächsten paar Jahren, dann wird es eben halt Krieg geben. Wir müssen vorbereitet sein, kriegsfähig sein. Da passt natürlich die Aufstockung der Leute natürlich mit dazu. Interessanterweise, was wollen wir mit den ganzen Leuten, wenn gar keine Munition da ist, mit der man sich verteidigen könnte oder real vielleicht sogar angreifen könnte. Das sind ja die entscheidenden Faktoren. Das ist die klassische Kriegsentwicklung, die Vorkriegsplanung. Und ich bin dann, wie gesagt, auch ja, als wir hörig geworden, also nachdenklich geworden, als Herr Scholz plötzlich von Kriegsanleihen sprach, was ja vor 1914 den Krieg erst ermöglichte, weil man ja die finanziellen Daten erstmal aufmachen musste durch Schulden. Und das heißt, wir laufen immer weiter in diese Falle rein, solange die Menschen nicht großflächig auf die Straßen gehen und Flagge zeigen. Jetzt frage ich mich, wenn also 900.000 Ex-Soldaten zum Gesundheitscheck sollen, müssen die dann auch alle geimpft werden? Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß. Wenn die Soldaten, wenn bei den Bundeswehrsoldaten eine Impfpflicht existiert, dann wird man natürlich diese Leute alle einziehen in eine Musterung wiederum. Das sind ja auch ältere Männer meistens wahrscheinlich. Und dann kommt als nächstes die Aufforderung zur Covid-19-Impfung, klar. Kann man sich dagegen wehren als Reservist? Das weiß ich nicht, aber ich würde mal sagen, dass alleine die Tatsache, dass es so ist, ein Großteil dieser 900.000 Leute einfach sich rauszieht und sagt, ich werde verweigern. Ich werde da eben halt als Deserteur notfalls eben halt aussteigen, weil ich mich einer solchen Spritze nicht unterziehe, weil mittlerweile zu viele Daten vorliegen. Ich kenne ja kaum noch einen, der sich hat impfen lassen, der heute sagt voller Überzeugung, ich würde es sofort wieder machen. Ich kenne keinen mehr. Wie ist denn das? Also ich habe überhaupt keine Ahnung, das habe ich heute Morgen auch vergessen zu fragen. Wie ist denn das, wenn du jetzt als ehemaliger Soldat angeschrieben wirst, du musst da jetzt zum Gesundheitscheck, also du sagst jetzt eine Art Musterung, kann ich sagen, nee, danke, es interessiert mich nicht, ich bin nicht dabei? Nein, eigentlich nicht, weil Reservisten haben natürlich eine Situation, dass sie als Reserve, daher kommt ja der Begriff Reservist, als Reserve zur Verfügung stehen. Und da gibt es dann schon entsprechende Dokumentation. Das sind ja meistens ehemalige wehrpflichtige Soldaten oder Zeitsoldaten, die dann weiter eben halt zur Reserve stehen. Dadurch auch bestimmte Vorteile hatten, Studiengänge und so weiter und so fort. Also es ist nicht so ganz einfach. Also auch da werden wir die Augen offen halten und ihr vielleicht auch. Ich freue mich ja auch immer, wenn ihr uns relevante Nachrichten schickt. Übrigens immer mal wieder die Bitte zwischendurch von uns, wenn ihr uns Videos schickt, die wir anschauen sollen, dann schreibt uns bitte dazu, um was es in diesen Videos geht, sonst öffnen wir das nicht mal. Also es gibt tatsächlich leider immer wieder hier Abonnenten, die es gut meinen, das schätzen wir ja auch sehr, aber die schreiben dann, müsst ihr euch ansehen. Und Heimcode, wo was genau ist. Müsst ihr euch ansehen und dann schicken die einen Link, ja. Müssen wir uns nicht ansehen, wir haben die Zeit nicht. Aber wenn ihr dazu schreibt, da geht es um das und das und beim Timecode, also Minute so und so, da geht es von da bis da los, dann ist das für uns einfacher und dann kümmern wir uns auch darum. Nur das vielleicht nochmals
sagen wir immer mal wieder und geben euch Bescheid. Somit hier jetzt wieder geschehen. So, jetzt kommt die nächste Nachricht. Und es ist ja tatsächlich, wie wir immer wieder freudig hier feststellen dürfen, die Zeit der Aufarbeitung. Und der Fokus hat einen spannenden Artikel veröffentlicht über das Bundeswirtschaftsministerium und Herrn Habeck, die jetzt Daten auch veröffentlichen müssen, obwohl sie es nicht wollten. Und obwohl sie sagen, es ist alles vertraulich, das ist alles vertraulich. Es geht um die Atomkraftwerkstilllegungen. Und da gab es natürlich viel E-Mail-Verkehr hin und her, da gab es vielen Informationsaustausch. Und ein Cicero-Journalist, der hat gesagt, da möchten wir reinschauen. Und wir möchten gerne Akteneinsicht haben. Was ist da passiert? Wieso konnte es dazu kommen, dass man sich entschieden hat, die Atom- oder Kernkraftwerke abzustellen? Und Vertraulichkeit, deswegen gab es keine Auskunft. Der Cicero-Journalist hat weitergemacht. Und Andreas, jetzt hätte das Bundeswirtschaftsministerium, das nämlich nicht durchgekommen ist, widersprechen dürfen oder sollen beim Verwaltungsgericht Berlin. Und die hatten eine vierwöchige Frist, um Gegenreden einzulegen. Und jetzt ist diese Frist abgelaufen, ohne dass die sich gemeldet haben. Heißt mit anderen Worten, jetzt muss offengelegt, jetzt muss geliefert werden. Was ist denn da passiert? Hat Herr Habeck plötzlich gesagt, ach, dann sollen die ruhig wissen, was hier passiert ist? Nein, das wahrscheinlich nicht, weil gerade Habeck ist ja nun bekannt für seine Clan-Politik, wo er im Prinzip unter kuriosen Netzwerken von Leuten, denken wir an den Greichen-Plan, da irgendwie seine feudalen Geschäfte regelt, da werden ja Gelder hin und her geschachert, was sehr, sehr stark nach Korruption riecht, es tut mir leid. Und dass der nicht will, dass diese Dinge alle nach außen kommen, das liegt aus meiner Sicht auf der Hand. Aber mich würde nicht wundern, wir haben natürlich in den Ministerien viele Ministerialdirektoren, viele Sachverständige, viele hoch ausgebildete Menschen, die als Verwaltungsbeamte dort einen hervorragenden Dienst tun. Die gibt es. Und das sind nicht wenige. Und die leiden natürlich auch unter der Inkompetenz der eigenen Führung in dem eigenen Hause. Mich wird es nicht wundern, wenn da auch Gruppierungen sich gegen die Spitze der Ministerien, auch gegen Habeck als Wirtschaftsminister stellen und versuchen, solche Fristen bewusst zu verstreichen oder verstreichen zu lassen, damit es auch an die Öffentlichkeit, das können Hilferufe sein aus den eigenen Mitarbeiterstämmen, die die Schnauze sowas von voll haben und warten, dass endlich wieder eine vernünftige Politik einkehrt und diese Leute dann endlich geklärt werden. Also das heißt mit anderen Worten, es könnte jetzt ordentlich Tanz sein im Wirtschaftsministerium, denn Habeck hatte sich ja vehement gegen die Herausgabe dieser regierungsinternen Dokumente zum Thema Atomkraft geweigert. Und jetzt muss er die Akten rausrücken. Und Fokus schreibt, die Folgen könnten erheblich sein. Wie brisant sind denn die von Habeck bislang strikt zurückgehaltenen Informationen? Und jetzt wird hier mal aufgelistet, um was es sich unter anderem handelt. Also es geht, was jetzt offengelegt werden muss, und es könnte dann tatsächlich sehr interessant werden, es geht um Vermerke zur Rolle von Kernkraftwerken im System der deutschen Stromversorgung, einschließlich Bewertungen zur einzusparenden Strommenge, zu Gaseinsparungen, zu den rechtlichen Voraussetzungen und zu Alternativen. Es geht auch um die Offenlegung interner E-Mails zu strategisch-taktischen Überlegungen bzw. Bewertungen zum Thema Brennelemente. Es geht auch um die Offenlegung von E-Mails zwischen dem Wirtschaftsministerium und Übertragungsnetzbetreibern bezüglich eines Stresstestes, eine entsprechende Szenarienübersicht, Handlungsoptionen in Netzstresssituationen sowie ein Protokoll zum Datenaustausch. Andreas, vielleicht kommt am Ende raus, dass Deutschland direkt in eine absolute Strommangelwirtschaft schlittert. Ja, das wird es. Das wissen wir ja, denn die physikalischen Gesetze lassen sich nun einmal nicht überrumpeln. Ja, wir sehen jetzt wirklich die Bomben, die nacheinander platzen. Das erinnert an die RKI-Files, wo nachgewiesen wurde, dass die auf Lügen basierte Corona
seiner Politik eine Agenda war, offenbar von Strukturen irgendwelcher Lobbyverbände, vermutlich der Pharmaindustrie. Das sind Vermutungen, das sind Verdächte, Verdachtsmomente, die im Raum stehen und die jetzt eben halt geklärt werden müssen. Das Zweite, was jetzt kommt, ist die Energiepolitik, die nächste Bombe, die platzt. Interessanterweise wieder ein alternatives Medium oder halbalternativ Cicero, die jetzt gesagt haben, wir fordern jetzt die Herausgabe. Und ich vermute, das Nächste, was gefordert wird, sind die Klimamodelle, die als Nächstes dann auf die Schiene kommen. Und dann haben wir natürlich so die gesamte Batterie an geplatzten Bomben auf dem Tisch liegen. Und dann können wir uns wahrscheinlich auch mit den geopolitischen Bomben der Russlandpolitik auseinandersetzen, die plötzlich eventuell alles in Frage stellt, was man uns in den Medien erzählt hatte und. Das heißt, es ploppt jetzt auf. Und wenn jetzt die führenden politischen Funktionäre nicht in eine Demut kommen, in eine Reue kommen, nicht in eine Panik, das bringt es, in eine Reue kommen und jetzt sagen, Himmel, ich gebe auf, ich stelle mich. Ich stelle mich nämlich den Menschen. Ich stelle mich den Menschen, die unter meiner Mitwirkung gelitten haben und weiter leiden sollen. Und dann könnte es jetzt relativ schnell gehen. Und ich habe das Gefühl, diese Geschichte ist nicht mehr aufzuhalten. Also da kannst du bei den Grünen natürlich lange warten, wenn ich das mal so ganz salopp sagen darf. Nee, von denen erwartest du nichts, murmelte Andreas gerade hier nebenan. Ich versuche das deutlich wiederzugeben. Wir erwarten da tatsächlich erstmal nichts, aber vielleicht dann doch eines Tages, wenn sie mit dem Rücken an der Wand stehen. Derzeit allerdings versucht die Partei der Grünen alles, um die Macht komplett an sich zu ziehen, mit ihren damals 14,8% bei der Bundestagswahl. Das ist wirklich sehr beeindruckend, welche Rechte sie sich rausnehmen. Wir kommen da gleich noch zu einem ganz relevanten Thema, nämlich um die Gasenergie geht es da. Aber ich möchte noch ganz kurz sagen, also es geht bei dieser Aufarbeitung und bei der jetzt angeordneten Offenlegung der Papiere auch um Dokumente zu regierungsinternen Beratungen im Vorfeld von Gesprächen mit Betreibern von Kernkraftwerken und mögliche Optionen sowie technische und organisatorische Fragen. Man hat ja häufig den Vorwurf von den Seiten gehört, dass eigentlich nie genügend Zeit zur Prüfung geblieben ist, dass man vor vollendete Tatsachen gestellt wurde und so weiter. Und spannend dürfte es auch werden, dass natürlich auch jetzt in diesem Zuge E-Mails offengelegt werden müssen des damaligen Habeck-Staatssekretärs Patrick Greichen zum weiteren Vorgehen in der Atomkraftfrage. Es geht um Protokolle wichtiger Telefonkonferenzen sowie dem Schriftverkehr zwischen dem Wirtschaftsministerium und der Bundesnetzagentur von Klaus Müller, auch anderen Ministerien und dem Kanzleramt sowie Mitgliedern des Deutschen Bundestages. Andreas, da könnte jetzt allerdings einiges auffliegen, wenn ich so denke an den Greichen-Clan, der ja aufgeflogen war, Klaus Müller, Chef der Netzagentur, der unglaubliche Rechte eingeräumt bekommen hatte und der ja auch offiziell verkündet hatte, wenn es hier mal ein Blackout gibt, dann bin ich Chef von Deutschland. Salopp gesagt, ne? Also er hat es nicht wörtlich so gesagt, aber gemeint. Das sind natürlich jetzt alles die neueren geschichtlichen Vorgänge. Aber wenn wir genau an diesen Stellen anfangen und diese ersten Akten veröffentlicht werden müssen, dann gehe ich davon aus, dass dann Türen eingetreten werden in eine weitaus größere, auf Korruption basierte Agenda, die wahrscheinlich sogar Jahrzehnte dann zurückgeht. Und dann kann man diesen morastigen Faden, den man da rauszottelt aus dem Moor, dann entlang gehen und kommt dann auf die Geschichte. Denn diese Greichen-Clans, diese ganzen Organisationen, diese gesamten gemeinnützigen Firmen, die Strukturen, die Finanzgeflechte, diese ganzen Dinge, die sind ja nicht erst jetzt irgendwann vor 2 oder 3 Jahren entstanden, sondern nur die Auswirkungen haben sich uns gezeigt. Diese Planungen haben ja vermutlich eine jahrzehntelange Vorplanung. Und das ist der eigentliche
Aufklärungsbedarf, der kommt. Es geht nicht nur um Corona und eben halt jetzt Krieg mit Russland oder eben halt jetzt in dieser Geschichte mit der Energiewende, sondern wir geraten jetzt in diese WEF-Arie, die dann nämlich über allen thronen konnte. Und wenn die, auch da gilt die Unschuldsvermutung, sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, passiert ihnen ja nichts. Aber ich glaube, das ist jetzt ein Problem, was ihnen dann auch aus den Händen gleiten könnte. Ja, es wird interessant und ich hoffe, dass vieles Aufklärerische ganz schnell ans Licht befördert wird, denn die nächste Meldung, die kommt von der Bild heute ganz groß und die macht Sorge, denn ja, die Kernkraft, die gibt es schon nicht mehr in Deutschland. Jetzt hat Herr Habeck den nächsten großen Energieversorger im Blick. Die Überschrift der Bild lautet: Brisante Warnung zum Gas aus. Und dann wird die Frage gestellt, vernichten wir 270 Milliarden Euro Wohlstand? Was ist damit gemeint? Herr Habeck und seine grünen Leute um sich herum, die wollen, dass Deutschland wegkommt vom Gas. Und natürlich, warum? Wegen der Klimakrise. Und hier heißt es, dass nach Augsburg jetzt weitere Städte ihre gesamten Gasnetze in den 30er Jahren, heißt es hier jetzt, also ne, in den kommenden Jahren, stilllegen wollen. Laut Lobbyisten und Experten wird ein Großteil des bundesweiten Gasnetzes mit einer Länge von 550.000 Kilometern betroffen sein. Und es droht außerdem der Rückbau des Netzes. Da heißt es, das kostet bis zu 270 Milliarden Euro. Und die Bild fragt, vernichten wir mit dem Gas aus also hunderte Milliarden Euro Wohlstand? Ja, warnt IFO-Präsident Clemens Fuest. Hier wird der Fehler wiederholt, funktionierende Anlagen abschalten zu wollen, bevor klar ist, ob und wie neue Anlagen funktionieren, genauso wie beim AKW aus. Ja, und das ist genau die Situation, die neuen 30er Jahre, in dem neuen Jahrhundert, in dem wir jetzt leben, die liegen kurz vor uns. Im letzten Jahrhundert hatten wir übrigens auch 30er Jahre. Und wir sehen hier in diesen 30er Jahren, dass hier wieder eine große Veränderung stattfinden soll, ohne zu wissen, auf welches Experiment man sich da im Prinzip einlässt. Das sind doch Parallelen, wo man sagen muss, mein lieber Freund, wir müssen doch hier ernsthaft bleiben. Und wenn Herr Fuest, der selbst übrigens zur Gruppierung gehört, auch der Logistikveränderung und so weiter und so fort, wir haben ja oft darüber gesprochen, über diesen Vorgang der logistischen Veränderung. Und der läuft ja auch gerade komplett. Und dass genau hier auch an der Seite die Ernsthaftigkeit erkannt wird. Also das sind schon ziemlich heftige Geschichten, weil hier eine Deindustrialisierung stattfinden soll, aus ideologischen Gründen. Im Prinzip ist das ein Krieg gegen die deutsche Wirtschaft und damit gegen Deutschland, aber von innen heraus. Man braucht von außen gar keinen Feind, das machen die diesmal selbst. Das ist die intelligente Führung des Krieges. Der EW-Chef Professor Wambach, der hat gegenüber Bild gesagt, es fehlt bei diesem Gasnetz ein Plan B. Mhm. Niemand wisse, ob die Transformation auch wirklich klappt. Trotzdem geht die Bundesnetzagentur, dein Freund Müller ist ja da der Chef, wie wir schon gesagt haben, die gehen davon aus, dass wörtlich große Teile des Gasverteilernetzes mangels Verwendung zurückgebaut werden. Und warum hat man das vor? Da kommt eine Energieökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zu Wort, Claudia Kempfert, und die sagt, die Kommunen müssen frühzeitig beginnen, die Stilllegung im Rahmen ihrer Wärmepläne vorzubereiten. Netzentgelte werden sich laut Studien sonst bis 2045 verdreifachen, im schlimmsten Fall sogar ver-16-fachen. Und somit kämen gigantische Kostensteigerungen auf die Kunden zu. Naja, und damit spricht Frau Kempfert, die ja bekannt ist auch als, ich sage mal, Apparatschik dieser grünen Clan-Politik. Dafür ist sie bekannt, Claudia Kempfert. Hat sich wirklich getan durch ganz bestimmte, wirklich extrem schwere Fehleinschätzungen in der gesamten Energiepolitik, die einen schütteln lassen. Aber wenigstens weist sie schon mal darauf hin, dass die Preise der Energie sich damit ver-16-fachen werden, falls es nicht funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei ihrer Ausbildung, sie hat eine recht gute Ausbildung, sich dermaßen verkalkuliert. Ich weiß nicht, was da die Motivation ist.
Weißt du, was ich überhaupt nicht verstehen kann? Nach all den Fehlentscheidungen der Grünen Partei und der SPD in den letzten 2 Jahren, was die Energieversorgung angeht, vieles andere natürlich auch, bleiben wir aber bei der Energieversorgung, die jetzt aufliegen, auch dieses Verordnen von E-Autos, das Zwingen von Wärmepumpen, alles fliegt auf, hat wenig Bestand, hat keinen Hintergrund, hat keinen Plan B und gar nichts, dass jetzt offiziell hier Leute auftreten und sagen, ja, da muss man, ja, man muss mal gucken und es wird sonst sehr teuer. Es müsste doch einen Aufschrei geben. Das ist historisch. Und darüber werden die Geschichtsbücher später berichten, in welch einer irrsinnigen Spirale dieser Abkopplung von der Realität die Welt gefangen war. Und die Menschen, die da mitlaufen, das ist für mich so eine Art Stockholm-Syndrom. Die Politik in Berlin führt einen dramatischen Zerstörungsprozess und anstatt sich dagegen zu wehren, versucht man irgendwie mitzuschwimmen, versucht vielleicht sogar noch irgendwie in den Staatsdienst zu kommen, um sich damit irgendwie zu sichern. Und das ist genau die Situation bei Straftätern, die beispielsweise ihre Opfer dermaßen unter Druck setzen, dass die Opfer anfangen, eine tiefe Beziehung zu ihren Tätern aufzubauen. Das ist für mich ein hochinteressantes soziologisches Phänomen. Ja, und damit, ihr Lieben, sind wir restlos am Ende für heute. Das waren wieder harte Themen, die uns irgendwie alle interessieren, zum großen Teil auch betreffen. Und es ist wichtig, dass wir in dieser Aufklärungsbereitschaft bleiben. Das Licht wird immer stärker. Es scheint erbarmungslos ins Dunkel und fördert alles hervor. Und das muss uns auch dazu anleiten, dass wir optimistisch bleiben und mit frohem Blick durch die nächsten Probleme schreiten. Denn das Licht wird ja am Ende siegen. Andreas, vielen Dank. Ja, ich danke dir und wir freuen uns auf Freitag. Da hören wir uns wieder.